Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zu XCOM Enemy Unknown. In der letzten Folge haben wir erfolgreich diesen Alien-Schutzpunkt niedergemäht und haben unseren kleinen Besuchern mal richtig den Hintern versohlt. Gut, da wir ja im Moment wenig Geld haben, müssen wir halt zwangsweise weiter scannen und Missionen erfüllen. Da haben wir auch schon einen. Commander, wir haben mehrere Hilfegesuche erhalten. Aktuelle Entführungsfälle sind auf dem Hologlob markiert. So schwer. Nummer 200. Wissenschaftler und Rekruten. Wir nehmen das Geld in Frankreich. So, Bewaffnung. Natürlich wieder vollkommen geschützt. Unsere Jungs. Schalenrüstung. Und Nanoweste. Scheiß auf die Schrotflinte. Ich brauch dringend noch andere. Ich muss dringend Geld haben zum Produzieren. Wie ihr seht. Gut, dann gehen wir mal. Los geht's. Wir haben eigentlich soweit alles, ja. Geld ist immer gut im Moment. Wir haben Sichtkontakt mit dem Einsatzort. Gehen runter. Frankreich fordert dringend einen Einsatz an. Eine lokale Übertragung deutet darauf hin, dass die Aliens in einem großstädtischen Gebiet operieren. Wir müssen da runter und alle Feinde ausschalten. Natürlich, kein Problem. Central, Big Sky hier. Angriffsteam wird abgesetzt. Erwarten Ihre Befehle. Roger, Big Sky. Wir empfangen Sie klar und deutlich. Strike One hat grünes Licht für den Einsatz. Gut. Dann werden wir mal loslegen. Ich will gerne mal noch ein paar Satelliten bauen. Verklickt. Das würde ich gerne mal tun. Damit wir vielleicht noch ein paar mehr Missionen machen können. Feinde gesichtet. Ah, unsere großen. Ach, vorbei. Aber die Tauben sind in Ruhe da, das ist auf jeden Fall cool. Die Tauben sind sehr geschillt hier. Aua, das tat schon weh. Das ist schlecht. Naja, wenigstens hat er den Panik getroffen. Wenn es einfach wäre. Wäre es ja einfach. Ziel steht noch. Ach, verdammt. Nächstes Mal kriege ich ihn. Ja, hoffen wir. Naja, auf jeden Fall sind wir ja. In die Granate schmeißen, kommt mir soweit. Verdammt. Gucken, ob wir treffen. 20% aber nur. Probieren wir es halt. Oh, schlecht. Schuss hat nicht gesessen. Nicht gut.
Nicht gut. So, wir gehen erstmal in den Feldposten. Komme ich aber auch nicht hin, wie ich das sehe. Auch mal ein Feldposten. So, ihn kann man sehen. Ah, bitte, wird eng her hier. Ah, verdammt. Verflucht! Ziel verfehlt! Schön, dass ich oben stehe. Die Leute, die können mich auch treffen. So, ich mache erstmal nieder. So. Gucken wir, ob wir einen getroffen kriegen. Wo können wir jetzt eine Granate schmeißen? Wäre vielleicht besser. Oh ja, passt sogar. Nehmen wir mal die Granate. Nimm das! Ja, ja. Naja, hat es schon gesehen, wird schon mal. Haben wir alle Panik jetzt. Gut, hoffentlich können wir jetzt damit endlich anfangen. Ja, wunderbar. X-Ray ausgeschaltet. Ist der schon mal weg? Das ist schon mal sehr gut. Ja, mir fehlen halt einfach Rüstungen. Panik. So, hier müssen wir mal nachladen. Fertig und bereit. Feldposten. Auch mal nachladen. Zeit zu kill. So, weiter geht's. Ziel in Sicht. 2 Stück, schön. Toll. So, hau meinen Schwerer weg. Erledigt. Weiter geht's. Das war kein Feldposten hier. Eine Granate wäre ganz gut. Ich bin nämlich beide mit erwischt. Ich glaube, man hat den ziemlich zugesetzt. So, hier werden wir erstmal warten, bis die Autos hochgegangen sind. Ja, das meine ich nämlich. Ihr seid uns wieder her zum Opfer werden. So, gucken wir mal nach vorne.
Feld ist hier vergiftet noch in der Ecke. Ich glaube nicht. Das passt alles noch. Hier geben wir mal Schutz oben. Okay, von oben. Ich glaube, ich habe was gehört. So, gehen wir ein bisschen nach vorne jetzt. Ja, wir können mal nachladen. Packen wir's an. Schicken wir einen über die Brücke am besten. Zeit zu killen. Schaden kann's nicht. Rock'n'Roll. Feldposten. Auch Feldposten. So. Sollten wir mal hier hinten hochgehen? Hier werden wir mal zwei hinschicken. Über die Brücke gehen. Posten. Ja, kein Problem für uns nochmal, hoffe ich. Ich glaube nicht, dass wir hier alleine. Das glaube ich auch nicht. So. Ich möchte eigentlich jetzt ungern hier hochgehen schon. Das heißt, wir sind erstmal hier. So, hier können wir ruhig mal ein bisschen weitergehen. Mal eigentlich mal. Ah, war klar. Das war nicht so tragisch. Wir sehen uns in der Hölle. Die können wir eigentlich in einem niedermähen. Wir haben es geschafft, Commander. Mission erfüllt. Ja, einen haben wir verloren, leider. Einen guten Soldaten. Das heißt, ich kann nicht überall sein. Ich probier's zwar, aber es geht leider nicht. So, fördern wir das einmal. Reflexe sind gut. Ich brauche eigentlich mal Geld. Denken Sie daran, wir behalten Sie im Auge. So. Wir bauen jetzt erstmal wieder ein paar Gegenstände. Ich frage, was besser ist. Kann man die Stats irgendwie sehen? Ich glaube nicht. Ich habe beim Bau noch einen Schaden draus und weiter. Da bauen wir am besten nur noch 5. Da bauen wir mal 3. So. Waffen. Unsere schweren Jungs bauen wir hier auch mal 3 Stück von. So, da können wir leider nichts machen. Jetzt können wir eine Verteidigungsmacht jetzt bauen. Gucken, ob wir noch so bauen können. Ein Kraftwerk haben wir, gibt mehr Strom. So, hier müsste mal so ein Satelliten. Nexus rein. Aber dafür haben wir keine Legierung.
und Energie haben wir auch noch. Ja, haben wir auch. Verdammt. Das kostet mich einen Aufzug. 50. Vielleicht zu viel. Jetzt können wir den Energie rein noch entwickeln. Eine schwere Waffe performen, aber. Kein laufendes Projekt. Ich habe Schwierigkeiten zu verstehen, wie eine so hochentwickelte Spezies so wenig Mitgefühl für andere fühlende Lebewesen haben kann. Es widerspricht all meinen Vorstellungen. Die Technologie ist vorhanden, aber mit ihr eine Gefühlskälte, die wir nie erwartet hätten. Was hat sie so werden lassen? Es ist unmöglich, dass die Aliens dies vorhersehen konnten. Wir haben ihr gesamtes Nachschubnetzwerk zerstört. Damit ist es natürlich nicht vorbei. Wir müssen weitermachen. Wir müssen ihre restlichen Schiffe finden und beenden, was sie angefangen haben. Sind alle schon gefallen. Gut, Waffen haben wir auch. Schwere Laser haben wir auch mittlerweile. Das heißt, wir gehen dann mal in die Einsatzleitung und machen weiter erstmal. Die geben mir natürlich nicht weiter. Commander, der Rat möchte Sie sprechen. Dann gucken wir mal. Die sichere Übertragung startet jetzt. Also zufolge bewegen sich endlich umgehend durch eine ägyptische Großstadt. Wir wissen noch nicht genau, was sie vorhaben, aber wir dürfen bei diesen Einsätzen kein Risiko eingehen. Die Zentrale liefert ihnen einen kompletten Lagebericht, wenn ihre Leute vor Ort sind. Ja, das werden wir machen. Allein wegen dem Geld. Hervorragend. Wir sind auf Ihren Fortschritt gespannt. So, wir haben natürlich hier keinen schweren dabei. Einen entfernen wir mal. Nein, eigentlich ein schwer. Scheint nicht. Ja, schwer hätte ich gerne mal. Verwundet. Tja, da muss man wohl die anderen nehmen. Kriegt ja nichts. Werden unsere Jungs mal schön ausgerüstet. Wir haben schon eine Schalenrüstung an. Gut, legen wir los. Bereit machen zum Einsatz, Strike One. Wir setzen sie auf ägyptischem Gebiet ab. Okay, hier haben wir jetzt eine Bombenmission. Das wird nicht so einfach werden. Strike One, der Rat hat Informationen, nach denen die Aliens eine Plasmabombe in ihrer Nähe aufladen wollen. Die Zeit ist knapp. Wir müssen diese Waffe finden und entschärfen, bevor sie mit den Vorbereitungen fertig sind. Super. Unsere Sensorsignale lassen vermuten, dass es sich hierbei um einen Mechanismus zum Scharfmachen der Bombe handelt. Die Aliens übertragen Energie von dort direkt zur Bombe. Wenn sie diesen Energieknotenpunkt deaktivieren, haben sie mehr Zeit, um den Sprengkörper zu finden und zu entschärfen. Neues Ziel erhalten. Tja, schauen wir uns noch mal dahin. Jetzt anklicken. Ah, zum Deaktivieren. Ah, Feldposten. Sie haben etwas Zeit gewonnen, aber Sie müssen sich trotzdem beeilen, sonst. Sie wissen. Ja, ja. Gehen wir alle zum Teufel.
Tja, wir müssen weiter Energieknoten finden, bringt nichts. Weiter geht's. Poppen sind übel. Toll, noch zwei Runden. Ah, dann ist auch eine Energiequelle. Dann müssen wir ein bisschen aggressiver halt vorgehen jetzt. Bringt leider nichts sonst. Sonst werden wir das hier nicht überleben. Ja, da soll es eigentlich hittisch laufen, aber gut. Läuft halt mal durch. Einfach wird es hier nicht werden jetzt. Scheiße. Commander, wir registrieren einen Energieanstieg in der Gegend. Diese Bombe wird jeden Moment vollständig geladen ja, sein. Ja, super. Kommen wir jetzt da hin? Ja, müssen wir mal machen. Das kann ich vergessen. Gut gemacht. Dadurch gewinnen wir etwas Zeit. Aber Sie müssen noch diese Bombe finden. Tja. Wem sagst du das? Da ist auch noch ein Energiegenerator. Da ist auch noch einer im Haus. So. Gehen wir mal weiter. Da ist schon mal keiner mehr. Ja, super. Tja. Das war nix, Jungs. So, kommen wir da an die Bombe dran? Auch nicht. Auch nichts mehr. Ja, wir müssen uns ein bisschen schneller bewegen, ansonsten haben wir da keine Chance. Oh, es tut jetzt weh. Wir registrieren einen Energieanstieg in der Gegend. Ja. Diese Bombe wird jeden Moment vollständig geladen sein. So. Da kommen sie. Das ist nicht gut. Egal, dann mähen wir den erstmal nieder. Ja, verdammt. Das ist nicht gut. Erstmal hier die Bombe deaktivieren, bringt nichts. Gute Arbeit, Strike One. Das bringt uns ein paar ja. Minuten.
Sehr gut. Sie haben noch einen ausgeschaltet. Ja. Zum Glück. So. Können wir auch treffen. Da gehen wir jetzt hin. Gehen jetzt hier erstmal zur Bombe. Machen uns mal ein paar Runden. Ja, super. Ja, solange sie abhauen, ist das mir egal. X-Rays rücken vor! Sie flankieren uns! Scheiße. Anscheinend haben sie die Bombe gefunden. Jetzt entschärfen sie. Ja, genau, wir entschärfen sie jetzt gerade. Wir haben ein neues Ziel. So, gucken wir mal. Ziel erfasst. Granate wäre jetzt echt toll. Tja, also muss ich das erstmal leben mit. Ich glaube nicht, dass ich da oben eine Granate hochgeschmissen kriege, oder? Nein. Tja, dann müssen wir halt so schaffen. Mal Schrolltore hoch. Geh mal ab, mal. Ja, kriegen wir. Überleben wir das alles hier? Ja, danke schön. Gut. 87%. Wären wir immer weg. X-Ray ausgeschaltet. Das hat mich vergiftet. Ja, glaube ich auch. So, Feldposten. Ich muss die erstmal hier rausziehen. X-Ray neutralisiert. Der Energieknotenpunkt ist lahmgelegt, Strike One. Ich wiederhole, Energieknotenpunkt deaktiviert. Wir müssen alle erstmal raus. Das Gift. Ich glaube, es hat mich vergiftet. 45 und... Spray ausgeschaltet. Tja, beeilen wir uns. Miese kleinen Säcke. So, auf zur Bombe. Aber zur Sicherheit. Haben wir noch einen Knoten kalt? Noch ein Energieknotenpunkt weniger. Keine Ziele. Tja, sein. Machen wir mal weiter.
viele Möglichkeiten haben sie eigentlich nicht mehr. So. Deaktivieren wir mal die Bombe. Ausgezeichnete Arbeit, Strike One. Löschen Sie alle übrigen Aliens aus und kommen Sie zurück. Vorsicht, Leute. Laut Aufklärung sind Feinde im Anmarsch. Ziele wurden aktualisiert. Gut. Ja, oben war noch was. Gehen wir mal hier hin. Ach, das ist ein Leiterabstand gesehen. Muss einer nach oben stehen nochmal? Ja, doch nicht. Na egal. Legen wir erstmal zwei oben auf Dach. Sieht irgendwo immer noch was. Keine Ahnung, weil er sieht. Von oben hin kommen wir erstmal so nett. Ja, das ist ein LKW, normalerweise doch schon. Das war wohl nichts. Gehen aber hoch. Oh, scheiße. Da war ja was. Feldposten. Aber nicht getroffen, zum Glück nicht. So. Gut gemacht, Strasser. Yeah. Die Energiesignatur der Bombe wird mit Null angezeigt. Und zurück geht's. So, befördern wir mal. Preiswutschfelder sind natürlich mir am liebsten. Ja, auch. Einfach nur befördern. Schön. Und wir haben die Panik verringert. Wir bleiben in Kontakt, Commander. So, wir können wieder was investieren. Ich glaube, wir bauen jetzt mal einen Satelliten-Nexus. Ich glaube, das ging jetzt mittlerweile. Oder ging das nicht? Da fehlt mir noch was. Ich kann ein Kontrollzentrum bauen. Aber der Nexus ist natürlich viel besser. Geld und Legierung fehlen mir dafür. Gut, dann bauen wir das hier mal. Ja, ein Verbund. So, Gießerei haben wir nichts mehr. Forschung ist immer auch dran, ne? Hier noch eine Möglichkeit. 5 Erfahrung, das ist auch nicht schlecht. Die nächsten Upgrades, die ich denke, verkaufen werde. Und wir werden dann in der nächsten Folge weitersehen, wie es weitergeht.